Guten Appetit wünscht Ihnen. IPU-Produkte fürs Leben. Multitherm ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion. Das Bio-Universalgerät, Ihrer Gesundheit zuliebe. Informationen unter 0699 100 944 77. Grüß euch, freut mich, dass du wieder rein, Schatz. Heute machen wir mal ganz was anderes. Ich habe mir gedacht, wenn es so heiß ist beim Grün, schmeckt dann ganz gut einmal so Knoblauch-Kräuterweckerl. Und ja, die hätte ich ganz gern heute mit euch gemacht. Ich habe natürlich meine Küchenmaschine mitgenommen, weil ich bin eine Frau, die heute zeitgerecht kocht, weil ich finde, in der heutigen Zeit braucht die Frau in der Küche auch eine flotte Maschine. Und wie gesagt, da kann ich ohne der Mann nicht mehr sein. Ich habe jetzt die Getreidemühle. Ich werde jetzt da gleich mal ein bisschen einen Dinkel mahlen. Das sind jetzt da nicht nur weiße Weckerl, sondern durch den Dinkel sind sie auch vollwertiger. Man hat viel mehr Ballaststoffe, Vitamine, ist einfach ein gutes Gebäck. Und jetzt reiben wir das Getreide. So, das Getreide ist jetzt gemahlen. Jetzt geben wir restliches weißes Mehl dazu. So, das ist jetzt so circa ein halbes Kilo Mehl. Und von dem halben Kilo Mehl kriegen wir ungefähr 14 so Knoblauch-Kräuterweckerl raus. Jetzt nehme ich den Germ. Dampferlmacher übrigens bei mir. Ich brücke den da nur einer. 1,5 Teelöffel voll Salz. Das ist ideal für ein halbes Kilo Mehl. Ich gebe jetzt die frischen Kräuter rein. Petersil, Basilikum, Knoblauchzehen. Ich schneide schon ein bisschen kleiner, aber ich brauche nicht mehr separat pressen. Ich gebe einen Deckel drauf und schalte die Maschine kurz ein, damit sie die Kräuter und der Knoblauch zerkleinern. Und leere dann von oben zügig ca. 1/4 Liter lauwarmes Wasser dazu. So, der Weckerlberg ist jetzt fertig. Geben den Deckel noch drauf und lassen einen Teig so circa eine halbe Stunde rosten und dann kann man schön auf Weckerl verarbeiten. Jetzt schalte ich noch in den Ofen ein, weil der sollte dann vorgeheizt sein. Ich habe da einen Spezialofen, also bei dem heizt sie auf 220 Grad auf und bei den herkömmlichen Öfen backe ich das Gebäck auf 250 Grad, weil die einfach eine starke Hitze brauchen. Und circa 17 Minuten. So, und jetzt staube ich das Ganze noch ein bisschen und jetzt stiche ich mir die Portionen aus. Und ganz wichtig ist ja, dass ich es nachher noch mit der Hand schleife. Das braucht einfach der Brottag. Dafür geht er auch noch umso schöner auf. Beim Schleifen, in dem Fall, dass der Teig ein bisschen linder ist, ist es gut, wenn man vorher ein bisschen ins Mehl greift und dann bleibt er auch nicht in der Hand bicken. Man sollte beim Mehl aufpassen, also viel darf man auch nicht nehmen, immer nur so, dass man sagt, man taucht die Hand ein, klopft wieder ab und dann reicht es, was man in der Hand hat. Weil hat man zu viel Mehl, dann rutscht der Teig wieder davon, das ist dann auch nicht so ideal. Jetzt machen wir ein ganz einfaches Weckerl, einfach einen Strissel formen und einen Knoten durchziehen. Das Weckerl taucht jetzt dann in Milch, dadurch kriegt es beim Backen eine recht schöne Farbe. Und dann lege ich es noch ein bisschen ins Mehl. Das macht ihr dann auch recht gut, wenn es fertig gebacken ist. Das ist auch ganz einfach. Schlagen wir es einfach übereinander, die Stritzeln. So, jetzt beim die Weckerl noch so circa 5 Minuten am Blech heraus, wo ich es rosten lasse. Und dann kommen wir es ins Rohr und werden so circa 17 Minuten in unserem Fall bei deinem Ofen auf 220 Grad bochen. Wunderbar. Weil die Weckerl ist jetzt so, also am Blech sollte man es nicht liegen lassen, weil sie fangen jetzt zum Schwitzen an, da wird es unten ganz nass. Entweder man legt es auf den Gitterrost oder wenn man es ins Brotkerberl gibt, dass man es gleich ein bisschen aufstülpt, dass ein Luftraum dazwischen ist. Da sieht man jetzt den Unterschied, die was in Mehltauch sind und die nicht. Und es belebt einfach dann von der Farbe das Brotkerberl auch wieder. Das Brotkerberl ist jetzt fertig. Ja, und wenn ihr jetzt noch Fragen habt bezüglich Rezept oder zur Küchenmaschine, könnt ihr mir wieder unter der Telefonnummer 0699
100 944 77 erreichen. Guten Appetit wünscht Ihnen IPO-Produkte fürs Leben. Multitherm ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion, das Bio-Universalgerät, Ihrer Gesundheit zuliebe. Informationen unter 0699 100 944 77. Die Kocheinrichtung für diese Sendung wird von AIK Kochstudio aus Haag am Hausruck zur Verfügung gestellt.